Wien, 11. März 1938. Kanzler Kurt Schuschnigg kommt früh ins Bundeskanzleramt. Die Lage ist angespannt. Die deutschen Zollbeamten wurden von der Grenze abgezogen. Der Zugverkehr zum Deutschen Reich unterbrochen. Was plant Adolf Hitler? Die nächsten Stunden werden Österreichs Zukunft entscheiden. Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. Am 11. März 1938 zeichnet sich das Ende Österreichs Stunde für Stunde stärker ab. Doch was geschah in den letzten Wochen vor diesem Tag? In Archiven lassen sich die 30 Tage vor dem Untergang minutiös rekonstruieren. Der Ball der Front. Unter allen Zeichen eines großen gesellschaftlichen Ereignisses fand das große Ballfest der Vaterländischen Front in der Wiener Hofburg statt. Das repräsentative Fest, das unter dem Ehrenschutz des Bundeskanzlers und Frontführers stand, vereinigte die Spitzen der Behörden, der Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft und der Wiener Gesellschaft. Bundeskanzler Kurt Schuschnigg erscheint in der Uniform des Frontführers der Vaterländischen Front zum Staatsball. Der Ball ist mehr als ein nobles Tanzvergnügen. Er ist eine Demonstration. Die Regierung, die am Rande des Abgrunds steht, inszeniert noch einmal den Glanz längst vergangener Tage. Der Ball selber war nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, sondern bewusst auch politisch inszeniert, um zu demonstrieren, dass man möglichst breite Unterstützung hat von den gesellschaftlichen und politischen Eliten Österreichs. Die Österreicher leben in diesen Jahren in einer Kanzlerdiktatur. Nach dem Verbot der Sozialdemokratie und der NSDAP ist die Vaterländische Front die einzige legale politische Organisation des Ständestaates. Nur rund ein Drittel der Bevölkerung bekennt sich aus Überzeugung zur Regierung Schuschnigg. Nationalsozialisten, Sozialdemokraten und Kommunisten agieren aus der Illegalität. Der Rest der Bevölkerung versucht sich so gut es geht, mit der Kanzlerdiktatur zu arrangieren. Das Kino und seine großen Stars bieten willkommene Abwechslung. Es kommen neue Filme in die Kinos, zum Beispiel ein Film von Martha Eggert, Immer wenn ich glücklich bin, ein Musikfilm mit Paul Hörbiger, mit allen Stars der Zeit. Martha Eggert ist eine Ungarin und kann in Deutschland nicht mehr auftreten, genauso wie ihr Mann, der berühmte polnische Tenor Jan Kipura. Und so kommen viele Kulturschaffende aus Deutschland nach Wien, weil sie hier noch musizieren können, hier noch auftreten können und hier quasi noch ein letztes Refugium vor Nazi-Deutschland, vor den Nationalsozialisten haben. Auch im Fasching 1938 wird in Wien getanzt und gesungen. Die Stimmung war nicht so schlecht, wie man das vielleicht meinen könnte. Natürlich war es eine Stimmung im Schatten des Hakenkreuzes, nicht? Dessen ist man sich schon bewusst. Aber dass Österreich einen Monat später von der Landkarte, nämlich der politischen Landkarte, verschwinden sollte, das hat damals wirklich keiner geglaubt. Kurt Schuschnigg ist an diesem Ballabend des 11. Februar nicht in Feststimmung. Ihm steht eine höchst unangenehme Unterredung bevor. Adolf Hitler hat ihn für den nächsten Tag in sein Domizil auf den Obersalzberg bestellt. Über Einladung des Führers und Reichskanzlers stattete der österreichische Bundeskanzler Dr. von Schuschnigg Adolf Hitler einen Besuch ab.
an dem auch der Reichsaußenminister von Ribbentrop teilnahm. Bei so scharf umrissenen Persönlichkeiten, wie es der Bundeskanzler Dr. von Schuschnigg und der Reichskanzler Adolf Hitler sind, ist wohl anzunehmen, dass bei den eingehenden Erörterungen die einzelnen Probleme auch scharf abgesteckt wurden. Was will der Führer des mächtigen Deutschen Reiches vom Kanzler? Die österreichische Innenpolitik, insbesondere die Rolle der Nationalsozialisten, ist ein heikles Thema. Schon die Fahrt auf den Obersalzberg spielt sich in einem bedrohlichen Szenario ab. Schuschnigg schreibt und erzählt später, er hat bemerkt, es gab Panzer, die er gesehen hat am Weg. Er hat Truppen wahrgenommen. Es soll angeblich sogar ein Flugzeug geflogen sein, das er ja, als irritierend wahrgenommen hat. Beim Berghof gab es eine Stiege, eine Treppe, die hinaufging zu einer Terrasse, über die man dann in den weiteren Berghof hineingekommen ist. Begrüßt wurde oft bei dieser Stiege. Und bei manchen war das auch schon Teil einer Machtinszenierung. Hitler ist zum Beispiel entweder hinuntergegangen oder ein Stück weit weiter oben stehen geblieben. Weiter oben hat bedeutet, man musste zu diesem anderen Staatsmann hinaufgehen. Hitler konnte also demonstrieren, er ist der in Anführungszeichen überlegene Staatsmann gegenüber seinem Gast. Schuschnigg war sehr sensibel. Er ließ sich leicht auch, kann man sagen, erschrecken. Die Inszenierung Hitlers war ja perfekt. Er lässt die ganze Generalität aufmarschieren. Nur um eine Drohgebärde für Schuschnigg aufzubauen und zu sagen, wenn du also nicht unterschreibst, sieh her, wir sind bereit, jederzeit einzumarschieren. Und dann wird Schuschnigg immer nervöser, weil er nicht rauchen kann. Schuschnigg war Kettenraucher und Hitler hat ihm während dieser Besprechungen das Rauchen verboten. Kurt Schuschnigg hat allen Grund zur Nervosität. Wird der Diktator neue Forderungen erheben? Adolf Hitler hat zwar im Juli-Abkommen 1936 die Unabhängigkeit seiner Heimat zugesichert, aber der Preis war hoch. Durch Zusatzvereinbarungen wurde es der NSDAP leichter gemacht, den österreichischen Staat zu unterwandern und wesentliche Positionen mit NS-Sympathisanten zu besetzen. Am 12. Februar 1938 geht der Führer unverhohlen in die Offensive und setzt den Kanzler massiv unter Druck. Eine Regierungsumbildung soll jetzt erstmals Nationalsozialisten in die österreichische Regierung bringen. Immer wieder lässt die deutsche Delegation die österreichischen Verhandlungspartner einfach kalt stehen. Ja? Das ist einfach ein Ton, ein Umgang, der verunsichert, der einschüchtert. Es trafen zwei denkbar ungleiche Charaktere aufeinander. Der intellektuelle Schuschnigg und ja, Hitler, der Machtpolitiker, der sofort sehr, sehr dominant seine Position klargemacht hat. Je länger es dauert, desto mürber wurde Schuschnigg. Dessen war man sich auch bewusst. Kurt Schuschnigg steht mit dem Rücken zur Wand. Seit der Führer und der faschistische Diktator Benito Mussolini gute Freunde sind, will sich Italien nicht mehr für österreichische Interessen stark machen. Auch die anderen europäischen Staaten sehen keinen Grund, sich für die Unabhängigkeit Österreichs zu engagieren. Viele Diplomaten, nicht zuletzt auch England, das hier ganz wichtig ist, betrachtet mittlerweile das Verhältnis Wien-Berlin fast als interne Angelegenheit, was also absolut gefährlich ist. Das am Obersalzberg unterschriebene Berchtesgadener Abkommen legt die freie politische Betätigung von österreichischen Nationalsozialisten fest und ermöglicht ihre Regierungsbeteiligung. Der letzte Monat Österreichs hat begonnen. Schuschnigg ist eingeknickt. Er war sich dessen auch bewusst. Ich weiß aus späteren Briefen, dass also für ihn Berchtesgaden so ungefähr der Tiefpunkt seines Lebens war, persönlich. Das fünfte Kabinett Dr. von Schuschnigg. In später Nachtstunde wurde die Umbildung des Kabinetts Dr. von Schuschnigg bekannt gegeben. Als neue Persönlichkeit tritt Dr. Seyß-Inquart in das Kabinett ein, der den betont nationalen Kreisen nahesteht und von dem man weiß, dass er mit dem Bundeskanzler stets Fühlung unterhielt. Nun, Seyß-Inquart war
ein Sudetendeutscher, wie es hieß. Also er stammte aus Südmähren, kam dann schon früh nach Wien. Er war Weltkriegssoldat, war sehr national geprägt, wie sehr viele Sudetendeutsche. Er war, und ich glaube sogar, eigentlich nie Mitglied der Nationalsozialistischen Partei bis 1938. Nationale Opposition heißt hier nicht unbedingt, dass man den nationalsozialistischen Parteiverbänden angehört. Es handelt sich hier um katholisch-autoritäre, deutschnationale Kräfte, die mit den Nationalsozialisten sympathisieren, die aber auch das Vertrauen des Bundeskanzlers und der Regierungsspitzen des Ständestaates haben. Dazu gehören nun tatsächlich jene Kräfte, die etwa um Seyß-Inquart sich positionieren. Die sogenannte nationale Opposition, die nach und nach eingebaut wird in die ständestaatlichen Organisationen und nicht zuletzt auch in der Regierung ankommen. Seit dem 15. Februar gehören dem Kabinett Schuschnigg zwei Männer an, die Berlin zuarbeiten. Die österreichischen Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart als Innen- und Sicherheitsminister und Edmund Gleß-Horstenau als Minister ohne Portefeuille. Auf Österreichs Straßen finden immer wieder nationalsozialistische Demonstrationen statt. Der Druck auf die Regierung steigt. Die Deutsche Arbeitsfront und das neue Volksauto. Im Mittelpunkt der Rede des Reichskanzlers Hitler aus Anlass der heutigen Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung in Berlin stand die Ankündigung des Volkswagens, der dem Automarkt Millionen neuer Käufer erschließen werde. Nach der Eröffnungsfeier besichtigte der Führer die Ausstellung, an der 6 Nationen auf einer Gesamtfläche von 54.000 Quadratmetern beteiligt sind. Die ersten 3 Tage brachten bereits einen Rekordbesuch von über 100.000 Menschen. Vertreter von 32 Nationen haben sie als Gäste angesagt. Bereits 1935 hatte Adolf Hitler die Entwicklung eines anderen Österreichers, des Automobilkonstrukteurs Ferdinand Porsche, angekündigt. Ich freue mich, dass es der Fähigkeit eines glänzenden Konstrukteurs und der Mitarbeiter des Stabes gelungen ist, die Vorentwürfe für den deutschen Volkswagen fertigzustellen, um die ersten Exemplare ab Mitte dieses Jahres endlich erproben zu können. Mit dem KDF-Wagen, dem Vorläufer des VW-Käfers, sollten Millionen Volksgenossen motorisiert werden. Es geht im Schritt und im Tritt auf das Herz wieder mit. Und dann fängt ein neuer Frühling an. Es ist ja eine Zeit der Technikgläubigkeit und der Mobilität. Und da passt Hanna Reitsch zum Beispiel hinein, eine junge Frau, eine Fliegerin, die einen ersten Hubschrauberflug in der Deutschlandhalle inszeniert im Rahmen einer Varieté-Show. Also hier wird technischer Fortschritt durchaus gezeigt. Und in Österreich ist man da ein bisschen hinten nach, weil in Österreich konnte man sich nicht einmal einigen, ob man jetzt auf der linken oder der rechten Straßenseite fährt. Also es war je nach Bundesland verschieden. Die programmatische Rede Hitlers. Wir erleben Weltgeschichte. Jetzt müssen auch diejenigen, die bisher die Augen verschlossen und die sich die Ohren verstopften, erkennen, welch unheilvolles Werk die sogenannten Friedensschlüsse waren und wie verblendet sich die Staatsmänner zeigten, die ihr Zustandekommen vor der Geschichte zu verantworten haben. Das furchtbare Unrecht von Versailles trägt nun seine Früchte. Wer ist dieser Aufgabe verpflichtet fühlt, in einer solchen Stunde die Führung eines Volkes zu übernehmen? Ist nicht den Gesetzen parlamentarischer Gepflogenheiten verantwortlich oder einer bestimmten demokratischen Auffassung verpflichtet, sondern ausschließlich eher in auferlegter Mission. Die Rede ist alarmierend. Zwar sagt Hitler hier, dass er sich bei Schuschnigg bedankt, warmherzig dafür, dass man sich geeinigt hat, aber im Prinzip empört er sich bei dieser Gelegenheit gleich noch darüber, dass 10 Millionen Deutsche nach wie vor nicht sozusagen im gemeinsamen Mutterland leben können. Und das ist schon wieder eine gefährliche Drohung, denn es heißt ja nichts anderes, als dass er damit rechnen muss, dass auch diese bisherigen Absprachen nicht halten werden. Was aber Schuschnigg noch viel mehr verunsichern muss, ist die Tatsache, dass so viel auf die Straße gehen. Während im Kurhaus die Vaterländische Front noch einen Appell abhält, versammeln sich die Nationalsozialisten am 21. Februar zu einem Marsch. An diesem Marsch nehmen rund 21.000
Menschen teil. Wenn man das jetzt in eine Relation setzt zur damaligen Einwohnerzahl Salzburgs mit etwa 40.000, 42.000 Einwohnern, so sieht man doch, was das für eine ungeheure Bewegung gewesen ist. Die historische Sitzung des Bundestages. In dem Augenblick, da der Bundeskanzler an der Spitze aller Regierungsmitglieder den Saal betritt, erhebt sich die ganze Versammlung und bricht in eine stürmische Ovation aus. Der Kanzler, der die Uniform des Frontführers trägt, ist durch diesen triumphalen Empfang sichtlich bewegt. Die strengen Züge seines Gesichtes scheinen heute um eine Nuance noch ernster als sonst. Maßgebend muss bleiben der feste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss. So hat man bisher diesen ruhigen, etwas spröden Schuschnigg, diesen Unterrichtsminister, der eben auch wirklich eher den spröden Lehrer aufgegeben hat, gar nicht wirklich in Erinnerung. Bis in den Tod! Rot-Weiß! Da reißt er jetzt durchaus auch zumindest jene mit, die in der Vaterländischen Front für diese Österreich-Ideologie auch eintreten wollen. Das Ständestaatsregime versucht sich durch das Fördern einer staatsbezogenen österreichischen Identität vom Deutschen Reich abzugrenzen. Man betont Kultur und Brauchtum und sieht in den Österreichern die besseren Deutschen. Diese Vorstellung, dass die Österreicher eigentlich Deutsche seien, der deutschen Kulturnation angehören, aber eben eine ganz spezifische Mission in diesem kulturellen Raum haben, dass sie eine eigene Geschichte haben, dass es einen eigenen österreichischen Menschen gibt, das war natürlich gewissermaßen der Versuch, eine staatliche österreichische Identität zu kreieren, die allerdings immer davon ausgegangen ist, dass es so etwas wie ein deutsches Substrat gibt. Nicht nur Kultur, auch Sport schafft Identität und lenkt von Politik ab. Auf Karl Schäfer, den Ausnahmeeisläufer, sind die Österreicher besonders stolz. Der zweimalige Olympiasieger und Weltmeister von 1930 bis 1936 ist ein Publikumsmagnet. Auch im Fußball tut sich einiges. Österreich ist für die Fußballweltmeisterschaft in Frankreich qualifiziert und bereitet sich in Testspielen vor, die alle nicht sehr gut ausschauen. Aber für Ende März ist der FC Arsenal angesagt, eine Mannschaft von der Insel, die damals als unschlagbar gilt. Also die Österreicher sind beim Sport durchaus gut und da entwickelt sich auch eine Spur von nationalem Selbstbewusstsein. Zu Beginn der 1930er Jahre sorgte die österreichische Fußballmannschaft mit hohen Siegen über europäische Spitzenmannschaften für Aufsehen. 1938 ist der Glanz des sogenannten Wunderteams bereits verblasst. Doch die österreichischen Fans halten ihm die Treue. Politisch ist die Bevölkerung zutiefst gespalten. Den österreichischen Patrioten stehen jene gegenüber, die den Anschluss herbeisehnen. Die Jugend kann von diesem Regime, das vor allem von älteren Männern repräsentiert wird, ein Männerregime, wenn man so will, das in hohem Maße auch die Zeit der alten Monarchie vertritt, gar nicht gewonnen werden. Die emotionale Rede des Kanzlers ist ein Motivationsschub für all jene, die an Österreich glauben, auch im Lager der Sozialdemokratie. Die illegale Arbeiterbewegung unterbreitet dem Kanzler ein Angebot. Der Gewerkschaftsführer Friedrich Helegeist erinnert sich. Ich hatte dem Herrn Bundeskanzler Schuschnigg zunächst die Delegation vorgestellt und habe erklärt, dass wir nicht als seine Bewunderer oder seine Freunde, sondern als politische Gegner zu ihm kommen. Wir wollten aber mit ihm und neben ihm die bedrohte Freiheit Österreichs verteidigen. Auf Seiten der Arbeiterschaft wusste man, Schuschnigg braucht uns und er wird uns jetzt auch sehr viel Zugeständnisse machen. Es wird alles anders. Der große Meister Toscanini hat den Entschluss gefasst, seine Mitwirkung an den Salzburger Festspielen endgültig abzusagen. Die Bemühungen, ihn von seiner Meinung abzubringen, sind leider ergebnislos geblieben. Das ist eine erschütternde Tatsache, die jeden, der die Persönlichkeit Toscaninis voll zu würdigen versteht, mit schwerstem Bedauern erfüllt. Toscaninis Absage trifft den österreichischen Tourismus hart. Der italienische Stardirigent Toscanini war jahrelang ein Publikumsmagnet für die Salzburger Festspiele. Und er war politisch klar positioniert.
Toscanini war von Anfang an ein rabiater Antinazi. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Adolf Hitlers Lieblingskomponist Richard Wagner ist in jener Zeit den Festspielen in Bayreuth vorbehalten, während in Salzburg Mozart und Strauss aufgeführt werden. Doch 1937 setzte sich der eigenwillige Italiener durch und dirigierte Richard Wagners Meistersinger in Salzburg. Eine kalkulierte Provokation. Kanzler Schuschnigg konnte es sich nicht leisten, den Führer zu reizen. Da ist der Bundeskanzler aus politischen Gründen nicht hingegangen, aber er wollte das unbedingt hören. Und der Landeshauptmann Rerl hatte eines der ganz wenigen Autoradios damals. Und da sind sie mit dem Dienstwagen vom Rerl rund um das Festspielhaus gefahren und haben sich die Übertragung angehört. Der Chauffeur ist dann in eine Tramwei hineingefahren und dann war das Ganze zu Ende. Also das Ganze hat eher in einem Fiasko geendet. Auf altem historischen Boden hielt Bundeskanzler Dr. von Schuschnigg in Innsbruck eine Rede, die weit über das Land Tirol hinausschallt, die in ganz Österreich den stärksten Eindruck auslöst und die in aller Welt mit lebhafter Aufmerksamkeit gelesen werden wird. Der Staatsmann, der in entscheidenden Stunden unser Schicksal in der Hand hält, rief in zu Herzen gehender Weise das Volk zur Einigkeit, zum treuen Dienst für die Heimat, für die Unabhängigkeit des deutschen Österreich auf. Der Kanzler, bisher bemüht, Adolf Hitler nicht zu verärgern, setzt zu einem verzweifelten Befreiungsschlag an. Er ruft die Bevölkerung zu einer Abstimmung über das Bestehen eines unabhängigen Staates Österreich auf. Lasst euch durch nichts ihre Macht! Landsleute und Österreicher! Ich rufe euch auf! Nach den Weisungen, die der Landeshauptmann geben wird, erinnert euch an das Mahnwort, das ihr früher auch in ruhigen Zeiten oft im Lande zitiert hört, das einmal 1809 gesprochen wurde. Mann der Resistenz! In Wirklichkeit war der Sinn dieses, wenn Sie wollen, Verzweiflungsschrittes, der Welt klarzumachen, dass hier ein kleines Land um seine Existenz kämpft, und zwar in seiner Existenz sich auf die Mehrheit seiner Bevölkerung stützen kann. Noch am Abend fährt Schuschnigg im Schlafwagen zurück nach Wien. Ich hätte damals auf der Nacht zurück nach Wien wahrscheinlich nicht so gut geschlafen, hätte ich das gewusst, was wir heute wissen. Der sorgfältig geheim gehaltene Plan der Volksbefragung ist verraten worden. Der Kreis der Eingeweihten war klein, aber nicht klein genug. Mein Onkel hat auch immer gesagt, er kann sich das nicht ganz erklären, wie das ist, weil nur er selber, der Zernato und der Schmidt, haben davon gewusst zunächst. Es hat sich dann nach Öffnung der deutschen Archive 1975 in Koblenz herausgestellt, da war mein Onkel selber dort. So ungefähr gewartet, bis der Schlüssel umgedreht worden ist. Da habe ich gesagt, bitte, wer war es dann? Ein Mädchen, Sekretärin vielleicht, die damals entweder mitstenografiert hat oder mit der Zusammenfassung des Protokolls betraut war, hat dieses Protokoll weitergegeben an jemand, der es sofort bei Fernschreiber nach Berlin gebracht hat, sodass mit absoluter Sicherheit anzunehmen ist, dass während ich in Innsbruck am 9. die Volksbefragung verkündet habe, zumindest 24 Stunden vorher Hitler davon bereits informiert war. Man redet von einem Bauernstreich. Das zeigt auch die Despektierlichkeit gegenüber dem Regime und gegenüber Schuschnigg, dem Tiroler, dem er wohl hier auch ein bisschen so mit seinen Widerstandsvorstellungen ganz nahe an Tiroler Widerstand und an Andreas Hofer parkt. In Summe ist es die Arroganz gegenüber Kräften, die man nicht so ganz ernst nimmt, von denen man sich nun aber sehr lautstark betrogen fühlt. Wie man aber damit umgehen soll, das ist offensichtlich an diesem 9. März in Berlin noch nicht so ganz klar. Aber was bemerkenswert ist, ist, dass wieder ein Gedanke eingebracht wird, der bereits in Berchtesgaden am 12. Februar eine Rolle gespielt hat. Wir haben doch nun diese neue Wehrmacht, dieses wunderbare Spielzeug. Warum sollten wir es denn nicht einsetzen? Es war Göring, der sofort erkannt hat, welches ungeheure Problem da gegeben ist. Natürlich wäre diese Volksabstimmung, auch wenn sie
nicht allen demokratischen Gesichtspunkten gerecht geworden wäre. Ja? Natürlich wäre diese Volksabstimmung eindeutig zugunsten Schuschniks ausgegangen. Am kommenden Sonntag sollen die Österreicher, die seit Jahren nicht mehr frei wählen durften, über das Schicksal ihrer Heimat entscheiden. In einer nicht bindenden Volksbefragung. Das Wahlalter liegt bei 24 Jahren. Ein großes Misstrauen gegenüber den Jungen, von denen man angenommen hat, dass sie tatsächlich und nicht unberechtigt im Lager des Nationalsozialismus stehen könnten. Das alles sind Tricks, neben vielen anderen Aspekten. Es gab nur einen Ja-Stimmzettel. Wer also Nein stimmen wollte, musste seinen eigenen Zettel selbst mitnehmen. Die geplante Volksbefragung war sicher keine demokratische. Aber die Frage, wer zum Beispiel teilgenommen hat, wie viele Menschen diese Volksbefragung nicht unterstützt haben, wäre schon ein sehr interessantes, signifikantes Ergebnis gewesen. Die Ankündigung der Volksbefragung versetzt den österreichischen Patrioten einen Motivationsschub, auch und gerade den bis vor kurzem illegalen Sozialdemokraten. Können Rot und Schwarz den Untergang Österreichs noch abwenden? Es wird berichtet, dass Arbeiterzüge wirklich aus Floridsdorf in die Innenstadt ziehen oder aus anderen Arbeiterbezirken und hier demonstrieren für Österreich und sie demonstrieren unter dem Slogan Freiheit und die Vaterländischen unter dem Slogan Österreich. Und so entsteht dann der Slogan der Stunde, der heißt Freiheit Österreich. Ja-Sager, Nein-Sager, Daheimbleiber. Etwas in der Geschichte Österreichs noch nie Dagewesenes wird am kommenden Sonntag historisches, epochemachendes Ereignis werden. Das ganze Volk mündigen Alters wird zur Urne schreiten, um mit dem Stimmzettel ein Bekenntnis abzulegen zu Österreich, wie es dem Bundeskanzler vorschwebt und wie es seine Vorgänger Engelbert Dollfuß und Ignaz Seipel gewollt haben. Um 5.30 Uhr weckt mich der Polizeipräsident Skubel und teilt mit, erstens, es sind die deutschen Grenzen gesperrt. Es sind deutsche Truppenbewegungen gegen Österreich allgemeine Richtung Grenze gemeldet. Kurt von Schuschnigg, ein Requiem in Rot-Weiß-Rot. Am Ballhausplatz ist noch Ruhe, der Dienstbetrieb nicht angelaufen. Auch nichts Neues zu erfahren. Ich weise Polizeipräsidium und Gardebataillon an für die Absperrung der inneren Stadt und der Zugänge zum Ballhausplatz tagsüber vorzusorgen. Mittlerweile läuft draußen der Tag an. Noch wissen die Menschen nichts. Sie hasten den ausgetretenen Spuren profanen Lebens entlang, wie eh und je. Um 10 Uhr Vormittag lassen sich Seisinkwart und Glees zusammen anmelden und kommen herein. Man sieht schon an ihren Mienen, dass eine ernste Situation vorhanden ist. Und Glees beginnt die Konversation mit den Worten: Ich habe schlimme Nachrichten zu bringen. Ich bin gestern Nacht zu Hitler befohlen worden, wörtlich. Und der hat getobt. Getobt wegen der österreichischen Volksbefragung, die er als einen klaren Wortbruch auffasst und als gegen das Abkommen von Berchtesgaden gerichtet. Die Minister überbringen Adolf Hitlers Ultimatum. Bis 12 Uhr muss die Volksbefragung verschoben werden. Die Dramatik im Bundeskanzleramt ist im Nachhinein ja vielleicht schwer wirklich zu begreifen, weil man sich das schwer vorstellen kann. Führerbefehl Nummer 1 lautet: Ich beabsichtige, wenn andere Mittel nicht zum Ziel führen, mit bewaffneten Kräften in Österreich einzurücken. Einen Tag zuvor war er schon an die Wehrmacht und Heinrich Himmler ergangen. Österreichische Beamte versuchen, die Staatskanzleien in London, Paris und Rom zu alarmieren. Die Briten halten sich zurück. In Frankreich ist gerade die Regierung zurückgetreten. Und Mussolini will seinen Freund Hitler nicht verärgern. Man musste feststellen, dass einem A. niemand hilft von außen. B. die Frage der Zuverlässigkeit der eigenen Exekutive nicht absolut sicher zu beantworten war. Dass draußen schon demonstriert wurde, dass der militärische Druck immer größer wurde und dass, wenn man Widerstand leistet, man mit zwei Dingen zu rechnen hatte, nämlich mit einem Krieg
Auf der einen Seite wahrscheinlich mit dem Deutschen Reich, das war die Vorstellung, und gleichzeitig mit einem Bürgerkrieg im Inneren. Die Forderungen aus Berlin steigern sich von Stunde zu Stunde. Schon bald wird die Absage der Volksbefragung gefordert. Dann die nächste Stufe. Und genau in diesen Nachmittagsstunden ist es dann vor allem Göring, so auch seine eigene Darstellung, der hier noch weitergeht, aber sicherlich nicht ohne Unterstützung anderer Kräfte, hier nämlich noch viel weiter zu gehen und zu sagen, mit diesem Mann nicht mehr, ganz egal, was er uns im Zusammenhang mit der Volksbefragung sozusagen jetzt zusichert, Schuschnigg ist diskreditiert, er muss weg. Göring ruft an, zum zweiten Mal. Der Reichsmarschall ist ungeduldig. Schuschnigg müsse zurücktreten, der Bundespräsident Seyß-Inquart zum Bundeskanzler machen. Seyß-Inquart resignieren zu Schuschnigg. Ich bin nur ein historisches Telefonfräulein. Mittlerweile ist die Straße lebendig geworden. Es wurde auf Hass gespielt. Ganz bewusst vom Reich herein. Das war eine außerordentliche Situation, die einer außerordentlichen Persönlichkeit bedurft hätte. Und die war Schuschnigg nicht. In diesen schweren Stunden kommt dem Bundespräsidenten eine Schlüsselposition zu. Schuschnigg bietet Wilhelm Miklas zweimal seinen Rücktritt an. Erst beim zweiten Mal akzeptiert Miklas, weigert sich aber, Seyß-Inquart zum Bundeskanzler zu ernennen. Um 18.15 Uhr, glaube ich, wird dem Rundfunk bekannt gegeben, dass die Volksabstimmung abgesagt ist. Und zu diesem Zeitpunkt ziehen die Vaterländischen geschlagen ab. Ja? Alle Leute, die sich jetzt begeistert haben für diese Volksabstimmung, sind total erlegt. Es ist die absolute Niederlage. Sie gehen heim. Und genau zu dem Zeitpunkt treten die Nazis massiv auf, ziehen ins Stadtzentrum, treten auf den Straßen zu Zehntausenden. Die SA ist in Erscheinung. SS marschiert. Ja. Da ist von Wien aus die Devise ausgegeben worden an die Landesorganisationen der NSDAP. Durch machtvolle Demonstrationen praktisch die Macht zu übernehmen. Nämlich auch in der Spekulation, dass die Regierung nicht in der Lage sein wird, und zwar zu Recht, wie man wusste, das Bundesheer entsprechend einzusetzen und wenn notwendig mit Waffengewalt gegen die Nationalsozialisten vorzugehen. Das würde man nicht tun. Dazu kannte man Schuschnigg zu gut, seinen deutsch-nationalen auch Grundierung. Deutsches Blut sollte nicht vergossen werden. Im Ministerratszimmer sammeln sich die letzten Getreuen um den Bundespräsidenten. Vorne an der Straßenfront ist es nicht mehr geheuer. Die Menschenmenge vor dem Kanzleramt schwillt von Stunde zu Stunde. Lieder, Rufe, wachsende Bewegung. Die neuen Herren haben ihre SA und SS auf die Straße geführt. Jetzt kann ja nichts mehr geschehen, seit Hermann Göring die Maske fallen ließ und Österreich als Hitlers ureigenstes Privateigentum deklarierte. Wir gehen an die Öffentlichkeit. Radio. Letzte Botschaft des alten Systems. Schließlich komme ich mit dem Bundespräsidenten überein, dass ich sofort, auch in seinem Namen, eine aufklärende Radiobotschaft an das österreichische Volk sprechen solle. Das Mikrofon steht in der Mitte, etwa 5 Schritte von der Stelle, an der Dollfuss unter der Mörderkugel zusammenbrach. Nun tritt der Rundfunksprecher vor. Es spricht der Bundeskanzler. Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. Wir haben, weil wir um keinen Preis auch in dieser ernsten Stunde nicht deutsches Blut zu vergießen gesonnen sind, unserer Wehrmacht den Auftrag gegeben, für den Fall, dass der Einmarsch durchgeführt wird, ohne wesentlichen Widerstand, sich zurückzuziehen, die Entscheidungen der nächsten Stunden abzuwarten. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volk mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich! Die Menschen, die diese Rede hören, werden sich ein Leben lang daran erinnern. Die Reaktionen sind so unterschiedlich wie die politischen Einstellungen. Es wird gejubelt und es wird geweint. Das war die Kapitulation noch bevor die Truppen, die Deutschen, einmarschiert sind. Und das war schlimm, weil ich habe
war damals 18 Jahre. Ich war verzweifelt. Ich glaube, das wird nie mehr Österreich geben. Noch ist der Nationalsozialist Seyß Inquart nicht Kanzler. Der betagte Bundespräsident weigert sich, ihn zu ernennen. Er ist völlig allein gewesen in der Hofburg. Es wurde ungeheurer Druck auf ihn ausgeübt. Schuschnigg hat schon demissioniert. Also was soll er tun? Er muss ja nennen. Und er weigert sich. Er weigert sich stundenlang. Doch schließlich ernennt Wilhelm Miklas Seyß Inquart zum Bundeskanzler. Zuvor hatte ihn Außenminister Guido Schmidt auf Knien beschworen. Vermeiden Sie Blutvergießen, Herr Bundespräsident. Warum ist es nicht zum Widerstand gekommen? Weil er unter den gegebenen Umständen politisch und moralisch nicht vertretbar war und weil es möglich war, das, was ein physischer Widerstand, ein Kampf ermöglicht hätte, ohne Kampf und daher ohne die Opfer, die für unsere Bevölkerung damit verbunden gewesen wären, ohne die Verluste und die Risiken zu erreichen. Dadurch, dass man klargestellt hat, wir weichen der Gewalt und was die Deutschen machen, ist ein glatter, eklatanter Bruch des Völkerrechts vor der Welt und der Geschichte. Die Nummer 71 der Reichspost vom 12. März 1938 wurde beschlagnahmt. Eine Neuauflage ist nicht erschienen. Arthur Seyß Inquart spricht vom Balkon des Kanzleramtes zu einer begeisterten Menschenmenge. Nationalsozialisten! Nationalsozialistinnen! Wohl selten hat Wien einen solchen Begeisterungssturm erlebt wie heute. Die Machtergreifung des Nationalsozialismus. Und der Einmarsch war ja in dem Sinn auch gar nicht mehr notwendig. Ja? Also die Machtübernahme fand ja schon statt, bevor der erste Soldat der Wehrmacht die Grenzen überschritten hat. Arthur Seyß Inquart war der Meinung, dass die nationalsozialistische Machtergreifung in Österreich erfolgt ist. Er hat ja, wie übrigens viele Nationalsozialisten, damals die Meinung vertreten, Österreich würde zwar ein Teil des Deutschen Reiches, aber mit einem Art Sonderstatus. Und daher ist eine militärische Intervention jetzt gar nicht notwendig. Und er war dann baff erstaunt, dass das nicht so sei. Das hat ja den Seyß Inquart wirklich getroffen. Während in ganz Österreich Nationalsozialisten ihren Sieg feiern, schläft der ehemalige Kanzler in seiner Wohnung am Landstraßer Gürtel. Circa 5 Uhr weckt mich mein guter, treuer Freund Oberstleutnant Bartl, ständiger militärischer Begleiter, und sagt, er würde es doch für empfehlenswert halten, das Haus zu verlassen, weil sich gewisse Ansammlungen draußen zeigen, und durch den Garten, der noch frei sei, irgendeine andere Wohnung in Wien aufzusuchen. Ich habe davon nichts wissen wollen, einfach weil ich nicht fähig war, weiter zu denken, habe weiter geschlafen. Aber sowas bleibt einem doch irgendwie im Bewusstsein. Kurz und gut, 1,5 Stunden später habe ich mir das anders überlegt, habe den Bartl gerufen, habe ihn gefragt, bitte, gehen wir vielleicht doch jetzt, sagt er, jetzt ist zu spät. Also diese erste Nacht, die werde ich überhaupt nie in meinem Leben vergessen. Ich habe im 2. Bezirk gewohnt. Und Sie wissen ja, im 2. Bezirk haben sehr viele Juden gewohnt. Und ich komme ja auch aus einer jüdischen Familie. Und da sind schon in der Nacht vor dem Einmarsch sind die SA-Leute in voller Wichs da durch die so Gruppen, durch die Straßen marschiert und haben skandiert, Deutschland erwache, Juda verrecke und ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und die Wachleute haben alle schon Hakenkreuzbinden gehabt und man war hilflos. Sie haben schon die Leute geholt und haben schon die Juden zum Straßenwaschen und man war einfach vogelfrei. Man hat sich an niemanden wenden können, weil die haben weggeschaut. Die haben niemanden geholfen, also man hat sich an niemanden wenden können. Und dann kommt der Morgen. Und da sind zunächst einmal ist die Luftwaffe recht aktiv. Die übernimmt gleich einmal den Flughafen. Also da ist am Flugfeld Aspern eigentlich schon alles unter Kontrolle. Erst dann beginnt eigentlich der Einmarsch der Truppen, die vor allem eines erleben: Jubel. Ja? Und eine andere Verkehrsordnung, die ihnen mehr Probleme macht als ein potenzieller politischer Gegner. Nicht nur für den Ex-Kanzler,
Auch für tausende andere ist es zu spät. Ehemalige Funktionäre des Ständestaates, Sozialdemokraten und Juden sind die ersten Opfer der Übergriffe. Viele Verzweifelte versuchen, Wien zu verlassen. Es gibt einen Zug, der am Abend, späten Abend vom Ostbahnhof abfährt in die Tschechoslowakei, wo sehr viele Regimegänger drinnen sitzen. Und die werden dann schon von der SA auf offener Strecke aufgehalten. Leute werden herausgeholt, sie werden in verschiedenen Formen drangsaliert. Um 5.30 Uhr überschreitet die deutsche Wehrmacht die Brücken über den Inn nach Braunau. Auf österreichischer Seite wurden die Straßensperren bereits von Österreichern beseitigt. Der Führer passierte am Samstag um 15.50 Uhr bei Braunau die österreichische Grenze. Das Eintreffen des Führers auf österreichischem Boden in seiner Geburtsstadt Braunau war ein Ereignis von unvergesslicher Größe. Die Glocken aller Kirchen läuteten, während der Wagen des Führers langsam über die große Innbrücke von Simbach kommend sich dem österreichischen Ufer näherte. Ein Orkan des Jubels und der Begeisterung brach los. Da gibt es ja die berühmte Geschichte, dass Hitler selber noch nicht ganz fest entschlossen gewesen ist über die Stellung Österreichs im Reich. Und dass die triumphale Autofahrt, die er geführt hat über Braunau nach Linz, und der Jubel, der ihm hier entgegengebracht wurde, ihn dazu ermuntert hätte, dass er in Linz schon den Entschluss gefasst hat, ja, die Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich auf Gesetzeswege sofort in die Wege zu leiten. Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich. Bundesverfassungsgesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich. Artikel 1. Österreich ist ein Land des Deutschen Reiches. Artikel 2. Sonntag, den 10. April 1938, findet eine freie und geheime Volksabstimmung der über 20 Jahre alten deutschen Männer und Frauen Österreichs über die Wiedervereinigung mit dem Deutschen Reich statt. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes hört der Staat Österreich am 13. März 1938 formell auf zu bestehen. Den Gegnern des Nationalsozialismus, insbesondere der jüdischen Bevölkerung, stehen dunkle Jahre bevor. Wer nicht fliehen kann oder will, muss mit Gestapohaft, KZ oder Tod rechnen. Kurt Schuschnigg wird unter Hausarrest gestellt, seine Schwägerin sorgt sich um sein Leben. Da war ein Fenster, wenn es am Abend hell war, war das das Lebenszeichen. Und als sie dann von wochenlang am Abend immer zu einer bestimmten Zeit vorbeigefahren und dann hat man gewusst, also sie leben noch. Am 13. März 1938 ist Österreich von der Landkarte verschwunden. Viele Bürger trauern diesem Staat nicht nach. Wie Hitler da gesprochen hat, das sehen oder bildet man es ein, ich weiß es nicht. Aber das war begeistert, alles geschrien. Heil, heil, heil. Alle die, die heil geschrien haben, haben nicht deshalb heil geschrien, damit im Jahr 1939 der Zweite Weltkrieg ausbricht. Nicht? Das wusste ja keiner und wollte ja keiner. Mein Bruder war ein begeisterter Soldat, ein sehr guter Soldat. Die Hajut-Lieder singen, das war ein Gaudion, und ab 10 Jahren haben wir dann ein Messer umhängen dürfen. Und also ist die Begeisterung der jungen Leute, ohne dass sie es kapieren, entstanden. Und so ist die ganze Ideologie weitergetragen worden. Bis nachher reinrücken haben müssen und nachdem wir die ersten Toten heimgekommen haben, die gefallenen Gottesdienste wie der Kirche, habe ich nachher als Ministrant mitgemacht, die ganzen Toten. Da sind auch ein Ding geworden. Und dann ist der Umschwung passiert, aber das war alles schon viel später. Es wird 7 Jahre dauern, bis am 27. April 1945 wieder ein unabhängiges Österreich entsteht. Während des Krieges ist der Abstieg in die Hölle, setzt die Auferstehung voraus, 1945.